Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung so aus dem Traktor heraus und zwar mit einer Thematik, bei der man sagen kann, das ist definitiv ein guter Tag. Nicht nur für Europa, auch für Absurdistan, denn die Ampel, die hat eine richtige Schlappe eingefahren. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, konnte man ja kaum dran vorbeigehen an dem Thema, ohne was davon zu vernehmen. Aber ihr habt es bestimmt so im Laufe des Tages mehrfach schon eventuell auch am leisen Mimimi das durch die Luft schallt erkannt. Die Hampel ist richtig heftig abgeschmiert, besonders die Grünlinge. Bei der SPD sieht es auch nicht viel besser aus. Klein Kevin ist fast in Tränen ausgebrochen, da hat er mir schon beinahe leid getan. Aber man kann endlich mal was Positives besprechen, denn die Leute haben ganz offensichtlich keinen Bock mehr auf die Hampel. Aber gucken wir uns erstmal die Ergebnisse an. Ich habe jetzt die dpa-Meldung für euch. Und da ohne Probleme bei Google finden von allen möglichen Plattformen, die es publiziert haben. Die Tagesschau hat es, Hessenschau hat es, ZDF hat es. Also es hat heute jeder darüber berichtet, ist ja klar, ist ein Wahlergebnis. Die CDU-CSU kommt auf 30%. Das ist jetzt nicht so die allergrößte Neuheit. Damit haben sie 29 Mandate, 29 Leute, die sie nach Brüssel in die Vollversorgung schicken können. Die AfD ist auf Platz 2 gelandet. Das passt der Hampel überhaupt nicht. Trotz allgegenwärtiger Hass- und Hetzkampagne der AfD gegenüber haben sie 15,9% eingefahren. Das bedeutet 15 Mandate, 6 mehr als beim letzten Mal. Hat sich also offensichtlich was getan in diesem Land. Haben die Wähler sich nicht mehr ködern lassen von irgendwelchen Medienkampagnen? Ja, konnte man aus allen Löchern blasen, wie irre konnte man irgendwelche Verleumdungskampagnen fahren und trotzdem, liebe Grünlinge und Co., hat es nichts gebracht. Jetzt kommen wir zu dem ersten Mitglied der Hampel, nämlich der SPD, die noch das beste Ergebnis für diese Einheitsfront eingefahren haben. Die kommen nämlich auf 13,9%. Damit haben sie 2% weniger als die böse AfD und bekommen ganze 14 Mandate, also eins weniger. Haben 2 Mandate verloren, lief beim letzten Mal auch noch etwas besser für die SPD, aber es zeigt einfach, dass die Leute keinen Bock mehr auf diesen politischen Wahnsinn haben. Das ist keine rechtsextreme Verschwörungstheorie, das ist Realität. Und natürlich schlägt sich das dann auch auf die Wahlentscheidung durch. Die Leute sehen doch, in welche Richtung die Hampel das Land gebracht hat. Da müssen wir nicht drüber reden. Das machen wir fast jeden Tag, nicht wahr? Und irgendwann kommt das eben an bei der Bevölkerung. Irgendwann lassen die sich nicht mehr beschwichtigen mit irgendwelchen schönen Worten von wegen, wir wollen doch nur die Welt retten. Ja, irgendwann werden auch Konsequenzen gezogen. Und das war jetzt bei dieser Wahl der Fall. Nach der SPD kommen die Grünlinge mit 11,9%. Das sind mal eben 9 Mandate weniger als beim letzten Mal. Die dürfen nur noch 12 Leute in die Vollversorgung nach Brüssel schicken, sind da nicht ganz so erfreut, was das angeht. Wenn man sich die Blicke anschaut, dann schmeißt man sich weg. Es ist wirklich göttlich. Aber es ist der Denkzettel, den sie endlich gebraucht haben, der viel zu lange überfällig war, der sie jetzt vielleicht auch mal von ihrem, wie auch immer man das nennen soll, klimaneutralen Ross runterholt. Denn das, was diese Partei in diesem Land veranstaltet hat, dabei immer wieder so getan hat, als wären sie die einzigen Guten und die einzig wahren Demokraten und sie würden ja für die Mehrheit stehen, das geht ja nun auf keine Kuhhaut mehr. Wurde also Zeit, dass die Wähler eben jenen Grünling mal zeigen, was sie wirklich von ihnen halten. Und das sind immer noch 11,9% zu viel, aber nur noch 11,9% verglichen mit über 20% bei der letzten EU-Wahl. Ja, die Grünlinge hatten sich als Ziel gesetzt, sie wollen ja ein besseres Ergebnis als beim letzten Mal. Aha, hat gut funktioniert, ne? Aber eigentlich, laut deren Logik, können sie sich das doch schönreden. Denn wenn es der Wirtschaft hierzulande ja gar nicht schlecht geht, sondern nur die Zahlen nicht gut sind, dann ist ja auch das Wahlergebnis gar nicht schlecht. Nur die Zahlen sind eben nicht gut, nicht wahr? Also lässt sich eigentlich übertragen. Finden die Grünen wahrscheinlich nicht so lustig. Ich allerdings umso mehr. Und ich glaube, viele von euch auch. Danach kommt das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht. Das hat 6,2% geholt. Aus dem Stegreif raus sind wohl nicht ganz so zufrieden, hätten gern mehr gehabt. Aber da kann man nur sagen, hey, für das erste Mal antreten in einer Wahl, ist das ein ziemlich gutes Ergebnis. Sie können 6 Leute nach Brüssel schicken und wie sie sich da dann positionieren werden, was da an Politik bei rumkommt, ob das kommunistischer Bockmist ist oder vielleicht doch irgendwas Sinnvolles, das muss ich natürlich noch herausstellen. Aber es ist für die erste größere Wahl, an der sie teilnehmen, ist ja wohl ein absolut solides Ergebnis. Also da können sie sich nun wirklich nicht drüber beklagen. Der FDP geht es weniger gut. Die können immerhin noch 5 Leute nach Brüssel schicken, kommen auf 5,2%. Aber die sind vermutlich auch nicht ganz so glücklich. Wenn man das nun zusammennimmt, 13,9% für die SPD, 11,9% für die Grünlinge und die 5,2% für die FDP. Naja, gut, dann ist es mehr als nur offensichtlich, dass die Hampel mit Pauken und Trompeten verloren hat. Die will keiner mehr haben. Euch angeblich, ach so gute, hat man langsam aber sicher durchschaut. Aber wenn die einzige, wie
kann man das freundlich umschreiben, wenn der einzige Themenschwerpunkt, den diese Leute gesetzt haben, der Kampf gegen rechts war. Ja, es ist kein Witz. Ich habe hier vorhin ein großes Wahlplakat der Grünlinge gesehen. Gegen rechts. Ja, wenn das euer einziges Thema ist, mit dem ihr PR machen geht, ja, dann denkt sich die Bevölkerung eben irgendwann auch mal, ist uns doch wurscht, lasst uns einfach in Frieden mit dem Bockmist, wenn aber nichts anderes könnt, dann wählen wir euch auch nicht. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, ich will der Hampel jetzt keine konstruktiven Tipps geben, ich bin ja froh, dass sie abgeschmiert sind, aber vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, Themen zu setzen, die die Bevölkerung auch betreffen, Stichwort problematische Migrationspolitik, finanzielle Problematiken hierzulande, die wirtschaftliche Lage, hätte man sich vielleicht darauf beziehen sollen und danach entsprechend vernünftigen Lösungen für die selbst geschaffenen Probleme Ausschau halten sollen. Ach nein, der Kampf gegen rechts ist ja viel wichtiger, ne? Ja, da sind sie mit ihrem Kampf gegen rechts krachend auf die Schnauze geflogen. Und jetzt werden wir sicherlich noch einige Tage, Wochen und Monate lang das Mimimi vernehmen können. Ich habe mich ja so weggehauen, als ich gelesen habe, dass besonders die jungen Leute überproportional häufig die AfD gewählt haben und eben nicht die Grünen. Ja, liebe Grüne, hat nicht so geklappt mit der Akquirierung der neuen Zielgruppe. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein klein wenig zynisch, wie ich daran gehe, so Schadenfreude, aber es ist ja bekanntlich die schönste Freude, nicht wahr? Es gibt dann noch die Linken, die haben 2,7% eingefahren, kriegen 3 Mandate. Es gibt noch die Freien Wähler mit 2,7% und ebenfalls 3 Mandaten nach Europa gegangen. Die Volt-Partei geht auch mit 3 Mandaten, hat 2,6%. Die Partei geht mit 1,9% und 2 Leuten nach Brüssel. Dann haben wir noch die T-Shirts-Partei, haben 1 Mandat. Na gut, das ist jetzt der Kleinkram, der interessiert eigentlich keine Sau mehr, da müssen wir nicht drüber reden. Die wirklich großen Parteien. Ja, eigentlich ist es ja von der einen politischen Seite ausgehend eher so die Sozialistische Einheitsfront, nicht wahr? Die Grünen-Sozialistische Einheitsfront. Aber wenn man sie noch als gesonderte Parteien betrachtet, die haben wir ja besprochen. Übrigens gibt es noch was sehr Spannendes aus Frankreich, denn dort sieht es genauso aus. Dort haben auch die rechts der Mitte stehenden Parteien den absoluten Wahlsieg eingefahren. Und der kleine Macron hat nun sogar eine Konsequenz draus gezogen, nämlich Neuwahlen angesetzt. Seine Regierungspartei ist abgeschmiert. Auch mit Pauken und Trompeten wie die Ampel hierzulande. Und jetzt wird es in Frankreich in wenigen Wochen Neuwahlen geben der Nationalversammlung. Ja, jetzt kommt selbst die Dolfus der 30. und fordert auch für Absurdistan Neuwahlen, denn die Situation hier ist genau die gleiche. In ganz Europa oder in fast ganz Europa ist links massiv abgewählt worden. Also eigentlich wäre es dann nur konsequent, wenn man auch neu wählen würde, nicht wahr? Naja, warten wir es mal ab. Allerdings kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass die ihre Posten freiwillig aufgeben. Dafür ist es viel zu lukrativ, dass da ein Grünling seinen Hut nimmt und sagt, naja gut, sind wir abgewählt, lassen wir euch neu wählen. Na, ich denke, da können wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drauf warten. Aber wir wollen ja positiv aufhören mit der kleinen Meldung. Es ist ja eine positive Nachricht, ein sehr, sehr guter Montag. Deswegen macht euch erstmal einen wunderschönen weiteren Abend und dann setzen wir uns nachher nochmal in Ruhe zusammen. Ich bin heute deutlich später dran als eigentlich. Ich fahre jetzt noch schnell zum Pferdchen, noch ein bisschen bewegen. Ich werde es heute nur laufen lassen, es regnet nämlich. Dann Pferdchen Bett fertig machen und dann geht es wieder nach Hause. Und die anderen Pferdchen auch Bett fertig machen. Aber ich musste mein Waschbecken auseinandernehmen. Ich hatte eine Waschbeckenverstopfung. Ich habe eine Flasche Rohrreiniger reingekippt, aber es hat nichts geholfen. Dann habe ich das Ding zerlegt und habe das Problem festgestellt. Meine Waschmaschine hat nämlich einen Haarknäuel durchgeschoben durch den Waschmaschinenabpumpschlauch. Der ist hier unten am Waschbecken an diesem Ding angeschlossen und dementsprechend war das Ding einfach zu. Da hat der Rohrreiniger auch nichts mehr retten können. Habe dann also eine ganze Weile lang am Waschbecken rummontiert und das dann wieder zusammengebaut und jetzt funktioniert wieder alles. Deswegen bin ich heute zu spät unterwegs. Aber das ist nicht euer Problem. Ich hoffe, ihr habt den Tag genossen und das schwache Mimimi, weil das geht ausgeblendet, das so durch die Atmosphäre schwebt. Aber jetzt bin ich mal sehr gespannt, was im Laufe des Nachmittags noch so berichtet wurde, denn das Themenzettelchen, was ich eigentlich mit euch besprechen wollte, das ist von etwa 4 Uhr morgens. Da muss ich bestimmt noch einiges erneuern an Nachrichten. Noch so ein paar kleine Ergänzungen mit aufnehmen. Und gucken, was ansonsten noch ganz neu berichtet wurde heute. Aber das ist dann was ich nachher zu Hause erledige. Deswegen bis dann.